Wo bin ich? Wo bin ich? Bin ich eine Maus? Oh nein. Ah, Schätzchen, unser Sohn ist aufgewacht. Endlich. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Die Geburt war echt anstrengend. Ich werde immer dafür sorgen, dass unser Sohn sicher ist. Darauf kannst du dich verlassen. Hier ist der Kammerjäger. Jetzt kriege ich euch Ungeziefer. Angriff. Halt, nicht mehr mir. Ich beschütze meine Familie. Die doofe Maus wagt es doch tatsächlich, mich anzugreifen oder sich zu wehren. Jetzt kriegt ihr einen Taser ab. Aua, lauft. Oh nein, mein Schatzi. Ich muss wegrennen. Ich muss Aborg in Sicherheit bringen. Mama, was ist mit Papa passiert? Aborg, dein Papa kommt nie wieder. Die Menschen unternehmen alles, um die Tierwelt zu vertreiben. So, heute ist mein erster Schultag in der Schule. Ich bin schon echt gespannt, wie der erste Schultag wird. So, hier sind ja schon voll viele Tiere. Hier ist ein Frosch, eine Katze und sogar ein Löwe. Heftig, okay, cool. Ich freue mich schon richtig auf den Schultag. Was bist du denn? Du bist ja eine Maus. Was machst du denn hier? Da hinten sitzt ja wenigstens noch ein Frosch. Der bringt ja wenigstens Glück. Aber eine Maus, die können wir hier echt nicht gebrauchen. Teilweise hier in meinem Klassenraum wird sich benommen. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Was machen wir denn hier überhaupt in der Schule? Dass du das immer noch nicht weißt, obwohl du schon 5-mal sitzen geblieben bist. Oh mein Gott. Hier in der Schule lernen wir uns, wie wir uns vor den Menschen verteidigen können. Denn wir Tiere müssen mittlerweile zusammenhalten. Die Menschen, die wollen uns verjagen. Und darum möchte ich jetzt ein Kampftraining hier machen. Wer meldet sich freiwillig? Natürlich melde ich mich freiwillig. Mir kann eh niemand das Wasser reichen. Na, wenn die Katze hier so ein Großmaul ist, dann melde ich mich auch freiwillig. Ich werde gegen die Katze antreten und werde ich der Katze mal zeigen, wer von uns hier der Stärkere ist. Alles klar, denk daran, das ist ein friedlicher Kampf. Wir trainieren hier nur und möchten uns nicht umbringen. Also, Katze gegen Maus. 3, 2, 1, los! Na du Katze, dann zeig mal her, was du kannst, oder traust du dich nicht? Dieser Katze, der werde ich's zeigen. Ich mache jetzt einen Backflip und Angriff! Aha, das tat weh! Das kriegst du zurück! Boxen! Der hat mich mit einem Schlag K.O. gehauen. Der ist viel größer und stärker als ich. Du hast gewonnen. Ich habe erst gewonnen, wenn ich den Finisher-Move mache. Angriff! Halt! Ist ja schon gut, Herr Lehrer. Du hättest ihn mit der letzten Aktion töten können. Das ist nur ein Training. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Beziehungsweise, ja, wir müssen gegen die Menschheit kämpfen, denn die Menschen möchten uns verdrängen. Versteh das auch endlich. Oh Mann, ey, das hat ganz schön wehgetan. Wie auch immer, die Stunde ist beendet. Ich hoffe, dass das Training morgen friedlicher abläuft. Boah, ey, ich hab jetzt schon echt Hunger. Das war ganz schön anstrengend, dieser Kampf. Ich muss mir irgendwie was zu essen besorgen, aber naja, die ganzen Wälder sind abgeholzt und alles ist weg. Es gibt kaum noch Natur. Irgendwie muss ich mir jetzt was zu essen besorgen. Boah, mittlerweile habe ich schon richtig Hunger. Ich habe jetzt die ganze Stadt durchsucht und hier das Starbrooks-Café entdeckt. Dort ist allerdings noch eine Mitarbeiterin. Irgendwie muss ich mich an der Mitarbeiterin vorbeischleichen und dann muss ich mir ein paar Leckereien nehmen. Das sieht so lecker aus, was da ist. Boah, ey, endlich Mittagspause. Hab gar keinen Bock mehr zu arbeiten. Ja, das ist meine Chance. Jetzt kann ich hier schnell sneaky reingehen. Okay, ich muss die Sneaky-Animation anmachen. So, wo ist sie? Da ist die Sneaky-Animation und jetzt schleiche ich mich schnell hier in das Starbrooks-Café rein und oh, stehen da Leckereien. Mm, nom, 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 nom. Hier steht ein Brezel, ein Keks und so weiter. Okay, ich nehme mir das Erstbeste. Eine Pizza. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Nein! Sieh an, eine ekelige Maus. Ich werde dich jetzt zum Matsch verarbeiten. Du kommst hier nie wieder raus. Halt! Ich bin doch auch nur ein Lebewesen. Ich hab doch auch nur Hunger. Ich hab nichts mehr, wo ich mir was zu essen besorgen kann. Weil ihr Menschen, ihr macht alles kaputt für uns Tiere. Das ist mir doch egal. Mir aber nicht. Aua! Froschi? Oh, du hast mir geholfen. Danke, vielen Dank. Lass uns schnell abhauen. Ja, komm mit. Okay, alles klar, alles klar. Oh mein Gott, es tut mir ein bisschen leid für sie. Naja, okay, egal, wir müssen los. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Oh, okay, ich gebe dir dafür ein bisschen was von meinem Essen ab. Alles klar? Okay, hier in der Ecke. Hier in der Ecke können wir uns hinsetzen und etwas zu essen essen. Danke, Froschi, dass du mir geholfen hast. Ach, kein Problem.
Wie der Herr Löwe gesagt hat, wir Tiere müssen zusammenhalten. Und so habe ich ja auch ein bisschen Essen gekriegt. Aber ich habe ehrlich gesagt ein schlechtes Gewissen. Denn ich habe das Gefühl, dass ich schon mal ein Mensch war. Ich glaube, das hier ist mein zweites Leben und ich wurde als Tier wiedergeboren, weil ich so schlecht mit den Tieren umgegangen bin. Oh, ja, das kann natürlich sein. Aber dafür schlägst du dich jetzt echt gut als Tier und du sorgst ja gerade für was Gutes. Ja, vielleicht hast du recht. Ich versuche der Tierwelt gerade was Gutes zu tun. Naja, apropos was Gutes tun. Ich habe noch ein bisschen Essen über. Ich bringe das eben meiner Mama. Bis zum nächsten Schultag. So, schnell zu Mama rennen. Mama hat auch noch Hunger. Mama, ich bin zu Hause. Ich habe Essen mitgebracht. Mama? Wo ist Mama denn? Hä? Hier liegt ein Zettel. Was steht denn hier auf dem Zettel drauf? Aber auch wenn du das liest, wurde ich vom Kammerjäger gefangen. Die Zeit mit dir war echt schön. Aber ab jetzt musst du dein Leben selbst bestreiten. Was? Mama wurde jetzt auch vom Kammerjäger gefangen? Nein! Ich muss zurück zum Kammerjäger. Ich muss den Kammerjäger finden. Und dann werde ich Mama retten. Ich habe das nächste Mistvieh. Eine Maus, ey. Oh, bald sind alle Mäuse in Brookhaven ausgerottet. Endlich! Was? Das war doch Mama! Ey, Mama, Mama! Oh nein, da ist die Katze. Katze, lass mich durch! Der Kammerjäger hat meine Mama gefangen. Na klar hat der Kammerjäger deine Mama gefangen. Ich habe ihm ja auch gesagt, wo du wohnst. Was hast du gemacht? Du hast dem Kammerjäger gesagt, wo ich wohne? Warum hast du das getan? Na ganz einfach. Ich stecke mit dem Kammerjäger unter einer Decke. Und jetzt werde ich beenden, was ich in der Schule nicht beenden konnte. Angriff! Aua! Der Kammerjäger ist böse. Er nutzt sich nur aus. Und irgendwann wird er dich genauso schlecht behandeln. Aber jetzt muss ich wegrennen. Mama, ich kann dir nicht helfen. Ah, Mist. Er ist mir schon wieder entwischt. Was war das denn für eine schlechte Leistung? Kannst du nicht mal eine Maus fangen oder was? Wofür habe ich dich überhaupt? Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Löwe. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch. Die Katze arbeitet mit dem Kammerjäger zusammen und darum wurde die Katze der Schule verwiesen. Ja, Herr Löwe, das habe ich auch schon gemerkt. Aber was machen wir denn jetzt? Ich schlage vor, dass wir jetzt alle Tiere befreien, die von den Menschen gefangen wurden. Kommt mit! Da hinten stehen Gott sei Dank schon Pferde. Wir Tiere halten ja alle zusammen und die Pferde zählen natürlich auch dazu. Und jetzt los! Schnell hinterher. Die anderen sind schon los. Der Frosch und der Löwe sind schon los. Okay, schnell zur Polizeistation. Der Löwe und der Frosch sind schon da. Schnell absteigen vom Pferd. Vielen Dank, Pferd, dass du uns mitgenommen hast. Oder ihr ganzen Pferde. Und jetzt werden wir die anderen Tiere befreien. Ich sag's euch. Schnell in die Polizeistation reingehen. Wir haben den Löwen dabei und den Frosch dabei. Wir werden das wohl hinkriegen. Oh, sind da viele Tiere. Okay, ich gehe erstmal in die hintere Zelle. Hier ist gar kein Tier. Die Menschen haben alle Tiere in eine Zelle reingedrückt. Das ist ja noch viel schlimmer, als ich mir vorgestellt habe. Hier sind die ganzen Tiere. Ich befreie euch! Tiere, kommt raus! Hier ist ein Frosch, hier ist ein Wolf, hier ist ein Gorilla, noch ein Gorilla, hier ist ein Dinosaurier, eine Katze, ein Wolf, noch ein... Hier ist ein kleines Ferkel, hier ist ein Hai, hier ist ein Frosch und so weiter. Oh mein Gott, Tiere, kommt alle mit. Die Menschen, was haben die nur euch alle angetan? Oh mein Gott, ich hoffe, dass die Menschen irgendwann besser mit den Tieren umgehen. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Geht immer vernünftig mit Tieren um. Und wenn dir dieses Tiervideo gefallen hat, dann wird dir das Tiervideo auf der rechten Seite bestimmt auch mega gut gefallen. Da habe ich von Geburt zu Tod als Hund gemacht. Das war mega cool. Also, geht immer gut mit Tieren um. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao.